Es gibt keine Grenzen. Alle Grenzen werden von Menschen ausgedacht und festgelegt. Deshalb sind sie auch veränderlich. Grenzen sind nützliche Illusionen, wenn man Erfahrungen machen möchte. Ohne Grenzen, ohne Regeln gibt es keine Erfahrungen. Und wir können das Spiel des Lebens nicht spielen. Auch das Menschsein kann man als so ein Spiel mit Regeln betrachten. Dadurch haben wir auch unendlich viele Möglichkeiten, wie wir unser Spiel gestalten können. Es ist nur wichtig, dass wir daran denken, dass wir mit ausgedachten Regeln spielen. Dann können wir die Regeln leichter verändern. Wenn wir die Spielregeln für Tatsachen halten, für unumstößliche Naturgesetze, dann engen wir uns ohne Not ein. Vieles, was Menschen früher für unmöglich hielten, ist für uns heute ganz alltäglich. All diese Grenzen konnten nur überwunden werden, weil irgendjemand den Mut hatte, Unmögliches für möglich zu halten. Fixiere dich niemals auf Grenzen, denn sie sind letztlich nicht real. Die Wahrheit in dir wird dir offenbaren, dass es in Wirklichkeit keine Grenzen gibt. Weder in deiner inneren Welt, deinen Zielen, Träumen und deiner Verbundenheit mit allem. Der Geist, Spirit, ist überall und in allem. Und so behandle die Schöpfung voller Achtung, Respekt und mit tiefer Liebe. Denn in allem ist das Göttliche zu finden. Wie schon Jesus sagte, spaltet ein Stück Holz, ich bin da. Hebt einen Stein, ihr werdet mich dort finden. Der Geist ist überall und sorgt dafür, dass alles mit allem verbunden ist. Alle Wesen sind einzigartige Individuen und doch wie Wassertropfen im großen Ozean der Liebe. Zusammen ergeben sie ein Ganzes. Alles ist mit allem verbunden in einer großen universellen Gemeinschaft des einen Herzens.